Grüße recht herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am heutigen Webinar. Bioenergiedörfer ist ja jetzt keine neue Erscheinung, sondern eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren in der Organisation bzw. in der Selbstorganisation. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum funktioniert das im Kleinen? Warum funktioniert das in Pilotprojekten? Aber warum funktioniert das nicht in der Umsetzung in ganz Thüringen oder auch darüber hinaus in mehreren Ortschaften? Und ich bin da ein bisschen auf die Suche gegangen, habe auch die Bioenergiedörfer besucht, teilweise zumindest, und möchte so jetzt mal 15 Minuten bzw. 20 Minuten so einen kleinen Input halten, wie sich das entwickelt hat, beziehungsweise was der Stand in Thüringen ist. Ich fange, auch wenn ich der Meinung bin, dass die meisten, die an dem Webinar teilnehmen, das schon wissen, fange ich trotzdem mal mit an. Warum brauchen wir die Energiewende? Warum machen wir überhaupt Energie, Bioenergiedörfer? Warum gibt es Wärmekonzepte und so weiter und so fort? Das ist so die Temperaturentwicklung der letzten 1000, 20.000 Jahre. Und man sieht ja, der Graph der Temperaturentwicklung ist die letzten 10.000 Jahre relativ stabil gewesen. Das ist ganz positiv gewesen für die Entwicklung der Menschheit, muss man sagen, weil man auf relativ gute und klare klimatische Bedingungen zurückgreifen konnte. Wobei man sagen muss, schon alleine ein oder ein, zwei Grad Unterschied haben schon quasi bedeutet, dass man Eiszeit hat oder nicht Eiszeit hat. Und ihr seht ja, und Sie sehen auch die Temperaturentwicklung der letzten 100 Jahre. Da ging es ja schon etwa ein Grad hoch. Wir werden wohl laut aktuellen Klimaschutzbericht 2026 die 1,5 Grad erreichen. Und wenn das ungebremst so weitergehen würde, wären wir 2100 in diesem Szenario, was hier abgebildet ist, bei 4 Grad. Und das würde Folgendes bedeuten, dass alle die hier rot markierten Gebiete auf der Welt nicht mehr mit lebenswürdigen Bedingungen besiedelt werden könnten oder die müssten entsiedelt werden, da man dort viele, viele Tage im Jahr Temperaturen weit über der 40-Grad-Marke hat und am Ende nichts mehr wächst, aber man sich höchstens noch im Bunker verkriechen könnte bei einer Klimaanlage, um dort zu leben. Aber das macht natürlich auch keinen Sinn. Insofern kann man oder muss man davon ausgehen, dass wenn wir diesen Klimawandel nicht bremsen, diese Menschen, die dort wohnen, und man sieht ja, das sind auch gerade die hochbesiedelten Gebiete auf der Welt, dass die sich andere Regionen suchen werden müssen, um leben zu können. Und das würde natürlich auch gerade nach Europa, aber natürlich auch in die anderen markierten Gebiete, eine riesige Welle von Klimaflüchtlingen bedeuten. Und wir, da geht es um Milliarden von Menschen. Wir sehen ja, dass Europa schon mit einer Million, zumindest einer Million Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, na, überfordert waren wir nicht, aber die politischen und sozialen Brennpunkte haben sich deutlich verstärkt. Also insofern ein Grund, unsere Welt nicht zu vernichten, wäre, die Energiewende voranzutreiben. Also wir haben die Klimakrise aktuell, aber das ist nur ein Punkt, den wir nennen können. Wir haben die Biodiversitätskrise, das Artensterben, insbesondere bei Insekten, was auch nicht gerade unbedeutend ist. Und wir haben jetzt auch Gesundheitskrisen wie Covid-19, die zumindest einige Wissenschaftler auch zurückführen auf die veränderten Gebiete, wo Menschen mit Tieren in Kontakt kommen. Es gibt ja immer noch Tierarten, die selten in Kontakt mit Menschen geraten sind, aber durch die veränderten Habitate, also Lebensräume, quasi jetzt näher an den Menschen heranrücken und andersrum. Und die haben vielleicht doch den einen oder anderen Erreger, Viruserreger, Intus, der bislang unproblematisch war, aber mittlerweile dann auch durch die globalisierte Welt eben herumkommt. Also summa summarum, der Klimawandel ist jetzt für die Menschen nichts Positives. Deswegen gibt es gesetzliche Grundlagen, das Pariser Klimaschutzabkommen, der europäische New Green Deal in seinen Facetten, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wäre ein eigener Vortrag, das Klimaschutzgesetz des Bundes in seiner aktualisierten Form
und das Klimaschutzgesetz des Landes auch in seiner aktuellen Form wird aber auch überarbeitet, weil die Zielstellung ja immer größer wird und immer schneller realisiert werden muss. Und dann, letzte Woche fand ich sehr bemerkenswert, in der Tagesthemen war das, glaube ich, die Moderatorin, die eröffnet hat, hat gesagt, naja, neben dem Klimawandel, oder jetzt ist es nicht mehr nur noch der Klimawandel, der uns zur Energiewende treibt, sondern jetzt haben wir auch geostrategische Interessen in Form von Rohölpreisen beziehungsweise Gaspreisen. Also das nur ist natürlich bemerkenswert insofern, dass es irgendwie zeigt, dass vielleicht doch die letzten 20 Jahre nicht wirklich verstanden wurde und der Klimawandel noch nicht so in der Priorität groß ist. Man sieht hier mal die Entwicklung beim Gas auf der linken Seite. 20.000 Kilowattstunden ist etwa das, was ein Einfamilienhaus benötigt. Und also pro Jahr. Und rechts der Heizölpreis. Man sieht, die Explosion ist gebremst der Kosten, aber trotzdem ist er auf einem deutlich höheren Niveau. Und man muss auch davon ausgehen, dass dieser Preis eher nicht sinken wird. Was hat das mit Thüringen zu tun? Wenn man jetzt mal schaut, was in Wohngebäuden an Heizung installiert ist, ist zwar Stand 2019, also ist schon 2 Jahre her, aber muss auch ehrlich sagen, viel geändert hat sich seitdem auch nicht. Der größte Teil der Thüringer Wohngebäude wird mit Erdgas beheizt, dann kommt Öl, dann kommt Strom, also Strom in Form von Wärmepumpen, was schon ein modernes Konzept ist. Dann kommt die Fernwärme, wobei auch bei der Fernwärme ja wieder fossile Brennstoffe dabei sind und übrige, also das wären so Biomasse, Methan und so weiter, Heizungsanlagen oder auch Holz. Also Holz ist gerade bei den übrigen sehr, sehr stark dabei, mit über 50%. Und auch das trägt ja, auch wenn es ein erneuerbarer Rohstoff ist, durchaus auch zum Klimawandel bei durch die CO2-Emissionen. Also summa summarum ist der Wärmebereich in Thüringen wie auch deutschlandweit und auch weltweit der Bereich, der über 60% des gesamten Energieverbrauchs ausmacht und da, wo am wenigsten bislang auf erneuerbare Energien umgestellt wurde. Das bedeutet, dass eigentlich der Kernsektor der Energiewende mittlerweile auch der Wärmesektor ausmacht, weil in den anderen Bereichen Stromverbrauch, das sind wir schon relativ gut mit 60% erneuerbaren Energien in Thüringen, und Mobilität, da entwickelt sich sehr langsam, aber der Wärmebereich ist bislang der am wenigsten beachtet wurde. Deswegen muss man den in den Fokus nehmen. Und wenn wir von einer Energiewende reden, dann, wie ich eben schon sagte, reden wir ja von allen Bereichen, also nicht nur vom reinen Stromverbrauch, sondern auch von Wärmeversorgung und Mobilität bis hin zu Kreislaufwirtschaft, also der Nutzung von der Abfallwirtschaft, Abwassernutzung, im Bereich energetische Nutzung, teilweise auch stoffliche Nutzung von Abfall. Die Energiewende, weil man ja sich immer beschwert, dass der ländliche Raum abgehängt wird, ist eigentlich, kann oder könnte, wenn man es richtig ausführt, ein starkes Konjunkturprogramm für den ländlichen Raum sein. Denn die Flächenmöglichkeiten liegen halt vor allen Dingen in den Weiten des Landes und nicht so sehr in der Stadt. Bei der Stadt hat man trotzdem noch einige Dächer mit PV-Anlagen, aber Windkraftanlagen wird schon knapp. Auch Flächen-PV-Anlagen kann man auch auf Parkplätzen bauen, aber da wird es am Ende nicht reichen. Es ist eine Chance zu dezentralisieren, also die Energiewende regional, dezentral und regenerativ auszuführen. Und das geht vor allen Dingen auch gut mit Bürgerbeteiligungskonzept wie die Bürgerenergie. Und das hat natürlich nicht nur einen Nutzen für die Menschen, die günstigere Energiepreise haben, sondern auch für die Kommunen, die teilweise auch als eigene Stromproduzenten oder Energieproduzenten agieren können. Gerade auch diese Kreislaufwirtschaftssysteme, die Sektorenkopplung ist in der Fläche auch deutlich einfacher zu machen. Wir sind der Meinung,
dass die Energiewende auch die Bürgerbeteiligung braucht. Denn wer bislang bei den Debatten dabei war, weiß, dass es insbesondere, aber nicht nur bei Windkraft eine sehr, sehr aggressiv geführte Diskussion gibt, dass da auch Fehler gemacht wurden seitens der Politik, aber auch seitens der Betreiber und Windparkerrichter, aber auch auf Seiten der Bürgerinitiativen. Und das ist mittlerweile auch ein sehr, sehr starken Einfluss der, ich habe es mal genannt, Anti-Windkraft-Lobby oder Anti-Energiewende-Lobby auf die Politik gibt. Das sieht man in Thüringen auch relativ gut an der CDU, die ja bei dem Bereich Windkraft im Wald gar keine andere Chance mehr hat, als ihre Linie zu verfolgen und das abzulehnen, weil sie sich schon so weit in die Kreise der Energiewende bzw. Klimawandelleugner hineinbegeben hat. Einziges Mittel ist aus meiner Sicht die Bürgerbeteiligung und die direkte Demokratie, Menschen mit einzubeziehen und Menschen auch profitieren zu lassen von dem, was vor der Haustür entsteht. Und das ist besonders für uns als kommunales Bildungswerk natürlich wichtig, dass kommunale Mandatsträgerinnen gut informiert sein müssen, um auch dementsprechend argumentativ bei ihren Bürgerinnen und Bürgern auftreten zu können, aber auch gegenüber höheren Institutionen, also Land, Bund und so weiter. Was hat das nun alles mit Bioenergiedörfern zu tun? Insofern könnte man sagen, dass Bioenergiedörfer die frühen Prototypen der Energiewende sind und auch schon, wie am Anfang gesagt, waren. Definition ist relativ einfach. In einem Bioenergiedorf wird das Ziel verfolgt, den überwiegenden Anteil der Wärme- und Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger Biomasse umzustellen. Mittlerweile auch gekoppelt mit anderen Energieträgern, also PV und also Photovoltaik und Windkraft. Ein Bioenergiedorf deckt seinen Energiebedarf, Strom und Wärme mindestens zu 50% aus regional erzeugter Bioenergie. Und die Bürger werden in Entscheidungsprozesse eingebunden und tragen den Gedanken des Bioenergiedorfs aktiv mit. Sehr schöne Definition. Und am Ende, dass die Biomasseanlage auch im Eigentum der Gemeinde, der Energiegenossenschaft, wenn es eine Bürgergenossenschaft oder zumindest eines beteiligten Landwirtes vor Ort sein müssen. Ansonsten zählt das nicht als Bioenergie, sondern als Anbieter von Energie. However. Die Bioenergiedörfer in Thüringen sind folgende. Also die, die schwarz gedruckt zu sehen sind in der Präsentation, das sind die, die diese Definition durchaus erfüllen. Die einen kleiner, die anderen größer. Und die hell gedruckten, also Oberwellenborn und Melling, die haben zwar auch regionale Wärmenetze, erfüllen aber nicht alle Bedingungen hundertprozentig. Also vor allen Dingen den Bereich, dass 50% wirklich komplett aus erneuerbaren Energien vor Ort produziert, gedeckt werden. Und es sind auch meistens relativ kleine Anlagen. Oder sie werden betrieben von externen Unternehmen. Also das passt zwar grundsätzlich hinein, aber nicht in die gesamte Definition, die wir eben gesagt hatten. Also es gibt schon einiges und ich will mal jetzt näher eingehen auf das Bioenergiedorf Schlöben. Schlöben liegt bei Stadtroda und die haben sich schon seit einiger Zeit auf den Weg begeben und haben ein Bioenergiedorf eingerichtet mit einer eingetragenen Genossenschaft. Beteiligt sind daran das Agrarunternehmen Wilmisse, also die Agrargenossenschaft Wilmisse, und auch die Gemeinde und natürlich die Mitglieder der Bioenergiegenossenschaft. Das sind die Wärmeabnehmer, also die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortschaften, die angeschlossen sind. Der Anschlussgrad liegt bei über 90%, also sehr, sehr hoch. Das muss man wirklich sagen, das ist da auch eine Ausnahme. Aber durch diesen hohen Anschlussgrad können halt auch gute und klare Liefermengen definiert werden und entsprechende Preise gesichert werden. Also es gibt zwischen allen Beteiligten vertragliche Vereinbarungen. Das Agrarunternehmen betreibt die Biomasseanlage mit eigener Biomasse, die im Unternehmen produziert wird. Die Gemeinde stellt das Netz, das Wärmenetz.
und überlässt das quasi der Genossenschaft, bezieht dafür aber auch Energie, also Gemeindeverwaltung, Kindergarten, Grundschule und Frauen- und Familienzentrum. Also die haben eine ganze Menge, kleine Bibliothek noch drinne. Für so einen kleinen Ort mit etwas über 1000 Einwohnern ist das schon sehr erstaunlich. Und natürlich die Mitglieder, das heißt die Abnehmer der Wärme bekommen Energie und haben Anteile am Unternehmen. Also wenn dieses Unternehmen, also die Genossenschaft, am Ende auch Gewinne produziert, vor allen Dingen, wenn die Investitionskosten eben abgeschrieben sind, dann werden die natürlich auch an der Gewinnausschüttung beteiligt. Das erfolgt wohl, gerade jetzt auch durch die enormen Preissteigerungen, die ja sich trotzdem, also nicht für die Mitglieder niederschlagen, aber dann für den zusätzlichen Verkauf, was die verkaufen, wird das wahrscheinlich Ende des Jahres sogar zur ersten Ausschüttung kommen. Ansonsten konnten die quasi Anteile kaufen für jeweils 500 Euro. Bis maximal, glaube ich, 8.000 Euro konnten Anteile erworben werden, also 16 Anteile. Man hat da so eine Grenze reingesetzt, damit nicht ein Mitglied der Genossenschaft eben die Stimmlage definiert, weil die haben sich auch Stimmrecht in der Genossenschaftsversammlung. Ein paar Bilder. Unten links ist der Ortsteil Mennewitz von Schlöben. Da steht rechts ist BHKW zu sehen, mit Hackschnitzelbefeuerung zusätzlich noch. Ansonsten eben der Umwandler. Das Spannende ist eigentlich und das Teure an der ganzen Geschichte ist das Netz, also das Nahwärmenetz. Das ist hier einmal rot markiert. Das sind die, die also direkt an der Biomasseanlage dranhängen. Da wird Wärme quasi durchgeleitet durch die Rohre. Und grün markiert ist das Gasleitungsnetz. Also das ist das Methan, was in der Biomasseanlage produziert wird. Das wird quasi in den Ort hinein transportiert, auch noch von der Außenstelle, die wir oben rechts sehen, und in einem BHKW dann auch nochmal umgewandelt. So, und dann ist es spannend, es gibt auch noch Ortsteile von Schlöben. Das ist mittlerweile, das ist hier auf der Karte nicht drauf. Die sind so sternförmig um den Ort herum. Und mittlerweile sind, glaube ich, 2 von 5 Ortsteilen auch angeschlossen an das Netz. Und die anderen wollen jetzt auch alle. Spätestens jetzt. Ja? Also, weil es jetzt auch so teuer geworden ist. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt eben von Schlöben und der Agrargenossenschaft Wöllmisse. Was bringen uns diese Wärmenetze? Also zum einen eine unabhängige Wärmeversorgung. Die ganzen Häuser, die ja so ein Dorf ausmachen, brauchen sich nicht einzeln um die Energieversorgung zu kümmern, sondern können das gemeinsam tun, teilen sich also quasi auch die ganzen Wartungskosten und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Kreislaufwirtschaft, wie ich eben schon genannt hatte. Also das Spannende ist, dass natürlich auch Abfallprodukte, die dort entstehen, weiter genutzt werden können von der Agrargenossenschaften. Und das stärkt zum einen die Zusammenarbeit in der Region und die Wertschöpfung bleibt natürlich auch vor Ort. Auf der rechten Seite, ich sehe gerade, dass im Chat so einige Fragen kommen, die würde ich dann aufgreifen und auch die Diskussion aufgreifen, wenn ich mit den letzten 3 Folien durch bin. Nur dass keiner Angst bekommt, dass er nicht rankommt. Rechts auf der Seite sieht man so einen Verteilungsknoten von Glasfaserleitungen. Die haben nämlich das geschickt gelöst im Rahmen der Nahwärmenetzverlegung, haben die gleichzeitig noch Glasfaser quasi bis ins Haus eines jeden Einwohners hineingelegt und haben auch einen entsprechenden Anschluss zum Backbone nach Jena, was ja in der Nähe liegt. Und die können quasi jeden Einwohner im Dorf eine Glasfaser-Internetverbindung über die Thüringer Netcom zusichern mit einer unglaublichen Datenrate. Das ist so ein Side-Effekt, sage ich mal, weil die auch das Netz betreut quasi die Gemeinde mittlerweile und bietet das an. Hat den Vorteil, dass Gewerbetreibende, Homeoffice,
unproblematisch quasi durch Corona durchgekommen sind und auch einige sogar Einzelunternehmer sich im Ort angesiedelt haben, die datenintensive Anwendungen machen, also irgendwelche großen 3D-Modelle erstellen für die Wirtschaft, für Maschinen und so weiter. Und das bringt natürlich auch enorme Einkünfte bei den Gewerbesteuern. Aber das ist nur so ein Seiteneffekt. Man kann die Wärmenetze natürlich auch erweitern. Man kann sie um natürliche Speicher erweitern, zum Beispiel Grundwasserspeicher. Das sind relativ moderne Konzepte, um überschüssige Energie quasi im Untergrund abzuspeichern. Das gleiche würde gehen in einem Eisspeicher. Das klingt ganz lustig, weil man kann man sich gar nicht vorstellen, dass man im Sommer quasi Eis produziert, aber das macht man quasi auch unterirdisch. Man baut einen großen Bunker und produziert quasi kaltes Wasser, kühlt das Wasser, was in dem Kreislauf drin ist und speichert quasi, Entschuldigung, man wärmt im Sommer natürlich das Wasser auf, speichert die Wärme im Untergrund und kann dann wiederum über eine große Wärmepumpe im Winter diese Wärme wieder entnehmen bis zu einem gewissen Grad. Also bei Grundwasser gibt es da gewissen Spielraum. Man kann ja das Grundwasser jetzt auch nicht einfrieren, das wäre auch ungünstig. Aber da gibt es gewisse Grenzen, die man schon nutzen kann. Also es sind so Erweiterungsmöglichkeiten, die jetzt dazukommen würden, wenn man sagt, man hat jetzt überschüssige Energie im Netz, gerade im Sommer, wenn man eben Wärme nicht so benötigt. Eigentlich im jetzigen Zeitraum oder spätestens im Juni braucht man ja kaum noch Wärmemöglichkeiten. Wäre auch ganz spannend, man könnte dann nämlich gleichzeitig auch kühlen. Also im Sommer könnte man sagen, dann dreht das Ganze um mit der Wärmepumpe und produziert keine Wärme, sondern Kälte und klimatisiert quasi die Gebäude, die ja dann teilweise auch über Fußbodenheizung, also Flächenheizung verfügen können. Und die kann man eben auch zum Kühlen benutzen eines Hauses. Auch ganz spannend, wenn es mal sehr, sehr, also wenn es wie wenn der Klimawandel hier zuschlägt. So, letzte zwei Folien. Was sind die großen Herausforderungen? Und woran hakt es? Um das kurz zu sagen. Zum einen ist die EEG-Förderpolitik der letzten Jahre der Bundesregierung nicht sehr förderlich gewesen für den Bereich Biomasse. Die Besteuerung wurde ja erhöht, Zuschüsse wurden gestrichen und Biomasse ist ein bisschen abgeschrieben, so dass man auch überlegen muss, ob man alte Anlagen überhaupt noch nutzen kann. Das hätte jetzt Schlöben nicht betroffen, weil die ja so sehr eingebunden, wie ihr gerade gesehen habt. Aber bei anderen Biomasseanlagen, die wir über die Fläche verteilt haben, da gibt es ja in Thüringen eine ganze Menge. Die Nahwärmenetze sind sehr teuer und aktuell sind sie natürlich sehr, sehr teuer in der Form, dass nicht die Rohre viel Geld kosten, also auch, aber natürlich ist quasi aktuell fast unmöglich erscheint, entsprechende Baukapazitäten zu realisieren, die diese Wärmenetze bauen. Das ist erstmal sehr teuer und gar nicht verfügbar. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt ganz Thüringen in jedem Dorf loslegen, dann würde das gar nicht funktionieren. Und eines der größten Hemmnisse ist die personelle und finanziellen Ressourcen der Kommunen. Das liegt jetzt nicht unbedingt an den Kommunen, sondern an der Größe und der Struktur der Kommunen, weil wir ja in Thüringen die kleingliedrigsten Gemeinden überhaupt haben und die sich zwar in Verwaltungsgemeinschaften organisiert haben, aber auch diese Verwaltungsgemeinschaften gerade mal die Grundlagen der Verwaltung realisieren können, Einwohnermeldeamt, Standesamt und so weiter und so fort, und über die richtigen und wichtigen Dinge, wie das von mir skizzierte, eben gar nicht nachdenken können, weil sie gar nicht die fachliche Qualifizierung haben. Also nicht jeder kann sich einen Energiemanager bzw. einen ausgebildeten Energiefachmann leisten. Und dann haben die auch gar nicht, wie gesagt, die Kapazitäten. Das ist sehr, sehr problematisch. Und das konnte bislang auch nicht mit interkommunaler Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise gelöst werden. Die Bioenergiedörfer, die es in Thüringen gibt, das sind alles Initiativen von Personen, die übermaßen aktiv geworden sind. Bürgermeister, Agrargenossenschaftsvorsitzende, Leute, die ehrenamtlich das nebenbei mitgemacht haben, die dafür gelebt haben oder leben,
Und das kann man quasi gar nicht bezahlen. Also was die an Engagement da reingebracht hat. Wenn man das bezahlen würde, würde man eben an die Grenzen stoßen, die ihr aufgezeigt habt. Aber natürlich kann nicht jeder ehrenamtliche Bürgermeister, ist nicht der geborene Energienetzbetreiber und so weiter und so fort. Das heißt, da muss es irgendwelche Lösungen geben, die gefunden werden müssen, und zwar schnell. Und dann, ich nenne es immer gerne die Meckern statt Machen-Mentalität. Ja, es ist ja schon schnell sehr gut geschimpft über die hohen Energiepreise, über die steigenden fossilen Preise von fossilen Energieträgern. Aber es ist ja nicht so, dass man das nicht vorhergesagt hätte, dass das durch den Ukraine-Krieg sich und die Spekulationsgewinne, muss man dazu sagen, der Unternehmen jetzt beschleunigt hat. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite konnte man aber schon erahnen, dass ein immer weniger werdendes Gut irgendwann auch immer teurer wird. Wir brauchen es eher andersrum, ne? Wir müssen eher machen statt meckern. In Thüringen gibt es die KEGA, abschließend noch gesagt, die Kommunen berät, wenn sie sich auf den Weg machen, erneuerbare Energien zu nutzen zu wollen, in jeglicher Form, also auch in allen Sektoren, von Mobilität über Strom bis hin zu Wärme. Also kann ich nur empfehlen, dass man sich dort weitergehend informiert. Und auch die Bürgerenergie Thüringen e.V., das ist der Zusammenschluss von sehr, sehr vielen Bürgerenergiegenossenschaften, ist auch Schlöben mit dabei, aber noch einige andere. Auch die beraten und informieren natürlich sehr, sehr gerne über ihre Aktivitäten und geben auch Informationen, um mit so einem Projekt starten zu können. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende meiner Ausführungen.